Das Weltall. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2385. Schreiben wir irgendwo hin, an die Tafel zum Beispiel. Wir befinden uns im Anflug auf den Planeten Eddö. 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 Der Streiten blüht, wie du gerade gesagt. Raumanzug bereit. Wieder Einstieg. Ach ja, stimmt, du hast einen neuen gemacht. Ich habe einen neuen gemacht. Da ist ein Satellit oder so. Da fliege ich mal hin. Wieder Einstieg. Wieso wieder Einstieg? Raumanzug. Nicht aussteigen aus dem Raumanzug, dann bist du tot. Nein, ich habe wieder Einstieg und so. Keine Schwerkraft. Ah, ich sehe einen Planeten. Ja, da fliege ich gerade drauf zu. Sollen wir nicht erstmal hier eine Raumstation machen? Nee, ich will auf dem Planeten und Auto bauen. Ich will auf dem Planeten wohnen. Nicht im Weltall. Weißt du eigentlich, wie lange das dauert, bis man da ankommt? Und du kannst doch nicht mit einem Raumanzug auf dem Planeten. Warum nicht? Was sind denn das für komische Kugeln? Ich bin rausgeflogen. Wie rausgeflogen? Space Engineers funktioniert nicht mehr. Ja, das ist ein bisschen buggy noch. Da bin ich. Ich guck mich mal von außen. Also du nimmst schon auf, ne? Ja, der kleine Mann, das bin ich. Dann sollten wir vielleicht mal erzählen, dass wir das Spiel noch überhaupt nicht kennen. Das Spiel ist Space Engineers, das gab's letztens günstig, ganz günstig, für einen Zehner, ne? Und zusammen mit Medieval Engineers für 18 Euro oder so. War aber ganz günstig. Und ich habe schon so viel darüber gelesen. Ja, nicht viel drüber gelesen, aber ich fand das ganz interessant. Es ist ja nicht wie Minecraft. Man baut sich hier Raumschiffe, aber Raumstationen, was man will. Und mit dem letzten Patch kamen auch noch Planeten dazu. Die gab es vorher wohl nicht. Da gab es einen Asteroiden, den man abbauen kann und so weiter. Und jetzt gibt es eben auch Planeten. Es gibt so erdähnliche Planeten, dann marsähnliche Planeten und dann so Alien-Planeten. Und ich bin gerade auf dem Weg hier auf zu unserem Asteroiden. Wir sind jetzt im Kreativmodus, das heißt, wir können uns gleich mal schön austoben. Wo bist du? Ah! Was? Bitte. Was hast du gemacht? Ich habe einen Fuß in die Landschaft gesetzt. Hä? Du hast gesagt, du fliegst da zu Fuß hin. Nee, ich habe gesagt, ich fliege zu diesem Asteroiden jetzt. Erst dachte ich, das wäre ein Satellit. Planeten. Ja, da sind doch so kleine Punkte drumrum. Ich lande mal hier auf dem Asteroiden. Ja, ich mach das ein bisschen anders. Ich mach mal Licht an. So. Mach ich das denn anders? So. So. Ich muss hier meinen Anzug anmachen. Hier gibt es nämlich keine Schwerkraft. Ich habe jetzt den Trägheitsdämpfer angemacht. Ne, jetzt ist er jetzt an. Ich schwebe hier jetzt so ein bisschen rum, wie das halt so ist im Weltall. Kannst du natürlich auch schnell ein kleines Raumschiff bauen. Gut. Das habe ich auch vor. Man kann. Oh. Da ruckelt manchmal ein bisschen. So, man hat jetzt verschiedene Sachen zu bauen. Ich habe die 1 gedrückt. Da kann ich zum Beispiel eine Station bauen. Das erste, was man dann baut, ist so ein Würfel. Diesen Würfel kann man auch drehen und so, ne? Will ich aber gar nicht bauen. Dann kann ich mit dem, das ist ein Fuß quasi. Das ist ein bisschen merkwürdig, den kann ich auch drehen. Das sieht eigentlich so aus, das ist ein Fuß für ein Raumschiff. Also hier der Landungsfuß. Für ein großes Raumschiff. Dann kann ich das auch für ein kleines Raumschiff. Ich will mir ein kleines Raumschiff jetzt hier mal hinbesetzen. Ich hoffe nur, das fliegt mir nicht weg. Das setze ich einfach so in den Raum, weil das kann man machen. Das Schöne ist nämlich... So, jetzt habe ich das da hingesetzt. Damit fängt man an. Dann braucht so ein kleines Raumschiff. Braucht erstmal... ja, wie soll ich sagen?
Fuß, eine Plattform. Eine Plattform, genau. Da gibt es diese Würfel wie in Minecraft. Man kann aber auch so andere Bauteile ransetzen. Aber ich mache erstmal das hier mit Würfeln. Das ist natürlich ganz gut erklärt. Wir wollen das ja auch gar nicht erklären. Wir zeigen das nur mal so, was wir jetzt hier lustige Sachen machen. Wir kennen uns denn nicht mit aus. Wir haben nur so gestern mal ein bisschen rumgetestet. Ich mache mir erstmal so eine kleine Plattform. So. Im Kreativmodus hat man natürlich beliebig Material. Das hat man natürlich im Survival-Modus nicht, den es hier auch gibt. Da muss man erst ja mit entsprechenden Werkzeugen, die man, glaube ich, am Anfang hat, so abbauen. Ich weiß nicht, ob man das hat oder nicht. Das kann ich gar nicht genau sagen. Also abbauen hier im Planeten kann man so Werkstoffe abbauen und sowas. So, jetzt haben wir einen Fuß. Da kommt jetzt hinten mal so ein Antrieb rein. Jetzt gibt es hier so Antriebsteile. Das sind diese hier. Ich weiß jetzt nicht, in wie worum er ausgerichtet ist. Die kann man in alle Richtungen drehen. Also, ne? Ich will das nicht erklären. Ich mach's einfach. Ja, machst du gut. So. Das wird jetzt mein Antrieb nach hinten. Dann brauchen wir natürlich auch, damit man rauf und runter fliegen kann, brauchen wir ja noch einen Antrieb von unten. Den setzen wir mal daran. So. Blockverbinder, Motor, Kolben. Boah, was es hier alles gibt. Ja. Das brauche ich noch. Weiß zwar nicht, was das ist, aber der zeigt mir an, dass ich das brauche. Ein Gyroskop. Gyroskop, ja. Da kannst du dann das. Das ist so eine Art Drehspieß. Da kannst du dir dann Gyros mitmachen. Und verhungerst du nämlich. Na, ist natürlich Quatsch. Ein Gyroskop ist dafür da, dass du eben dein Raumschiff ausrichten kannst, soviel ich weiß. Jetzt muss ich mal gucken. So, jetzt mache ich hier noch zwei an den Seiten ran. Die war aber blöd dran gesetzt. Da ist irgendwo Gräbock da. Da müsste ich den ransetzen. Mit Rechtsklick kann man die Sachen wieder wegmachen. Und mit Linksklick setzt man die einfach daran. So. Jetzt kann ich nach vorne fliegen, nach oben und nach unten. Und nach vorne. Aber ich kann nicht rückwärts fliegen. Das heißt, ich muss nach vorne zumindest auch mal solche Teile haben. Stimmt, da habe ich doch noch was vergessen. Vorwärts fliegen kann ich jetzt schon mal und ich könnte auch landen, aber ich kann nicht rechts und nicht links. Also man sollte wirklich in alle Richtungen diese Antriebe haben. Außer nach oben. Doch, nach oben auch. In alle Richtungen. So, das ist jetzt das. Jetzt haben wir Antriebe. Jetzt brauchen wir natürlich irgendwie ein Kraftwerkgenerator, sowas in der Art. Ja? Am besten mehrere. So, das ist ein Reaktor, ein kleiner Reaktor. Den setze ich erstmal dahin. Damit laufen alle schon. Wieso mehrere? Einer reicht doch. Ja, dann bist du aber überladen. Hä? Das hatte ich doch gestern auch gehabt. Überladen? Da habe ich nur einen reingesetzt und ich konnte doch nicht starten, weil da immer überladen stand. Bin ich jetzt auch. Ich bewege mich aber vorwärts. Jetzt habe ich da fünf kleine habe. Ich habe jetzt vier rangesetzt und ich habe ein, zwei, also nur seitlich habe ich ein Triebwerk, sonst nach vorne, nach hinten. Obwohl, nach vorne brauche ich eigentlich nicht so viel. Da brauche ich nur zwei Triebwerke, nach oben und nach unten auch drei. So, und dann brauchen wir noch ein, was ist das hier? Was ist denn das? Fünf. Weiß ich gar nicht. Acht. Muss auch nochmal aussteigen. Acht ist ein Gyroskop, den brauchen wir auch. Der dient dafür da, dass wir da eine Schwerkraft haben, meine ich. In dem Raumschiff. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Cockpit. Ein Cockpit. Wie drückt man die G-Taste? So. G-Taste heißt, wir sehen alle Blöcke, die es gibt. Das ist alles, was es hier gibt. Ganz schön viel.
Ist auch noch unterteilt hier, Waffenwerkzeuge. Es gibt also, du kannst auch dein Raumschiff oder Fahrzeuge, was auch immer, bewaffnen. Dann gibt es Charakterwerkzeuge, du kannst dich also selbst auch bewaffnen. Da gibt es natürlich Gewehre, dann gibt es Schweißgeräte, Schleifgeräte, Handbohrer und so weiter. Dann gibt es Charakteranimationen, dann gibt es hier gepanzerte Blöcke. Ja. Cockpit-Blöcke. Ich wollte ein Cockpit dran setzen. Flugsitz, Passagiersitz, Jägercockpit. Ne, so ein. Das ziehe ich mir in die Leiste unten. Drück wieder die G-Taste. Und jetzt können wir das hier irgendwie mal ransetzen. Aber wo? Da nicht. Ja, das ist ein bisschen blöd zu sehen immer. Warum passt das da nicht ran? Ist ein bisschen schwierig eigentlich hier im... mein Raumschiff haut ab. Au! Wieso haut er ab? Ja, irgendwie... ist das etwas schwierig. Warte mal, ich muss mal die Antriebe da wieder wegnehmen. Das Blöde ist, mit der 0 kann ich wieder die Hand machen. Aber dann kann ich keine Teile mit rechts wegklicken. Das geht nur, wenn man irgendwas in der Hand hat. Und dieses Cockpit ist ja so riesig. Das ist echt ein bisschen blöd gemacht. Da muss man darauf zeigen und dann sind die Sachen weg. Ich will wieder mein Raumschiff dran. Ich treffe das nicht. Und das Ding kann ich nicht aufsammeln. Ich weiß nicht, wie man das wieder aufsammeln kann, Teile. Ach, dann ist es halt weg. Das schwebt jetzt weg. Unendlich lange. Das ist so. Das ist so im Raumschiff. Na gut, es hat auch noch Eigenträgheit, ne? Ja, Trägheit ist schön. Ich komm nicht mal an mein Raumschiff ran. Warum? Das heißt, ich komme ran, flieg dran vorbei oder ist es wieder weg. Ich bin einfach zu schnell. Dann musst du abbremsen. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin drin. Z drücken. Nee, dann nein, das ist was anderes. Z drücken ist pupsen. Nein, das ist nicht pupsen. Das ist. In dem Spiel ist es einfach die. So. Jetzt haben wir ein Raumschiff gebaut. Das hat ein Gyroskop, das hat einen Antrieb und ganz viele Düsen. Dann drücke ich die 0, damit ich nichts in der Hand habe. Jetzt kann ich mich mit T da reinsetzen. So. Und dann kann ich einfach losfliegen. Kann man von außen sehen. Ich habe schon die halbe Strecke. Ich kann aber wieder nicht lenken. Ich weiß nicht warum. Du hast kein Rechts- und Linksdüsen eingebaut? Nein, das ist egal. Doch, hab ich. Ich kann vorwärts, rückwärts, rauf und runter. C ist runter, Leertaste ist rauf. Kann ich auch mal zeigen. Ich glaube, ich sehe dich. Ich sehe dich. Echt? Du bist jetzt nicht mehr an dem Punkt, wo du bist, sondern du bist Richtung diesem Planeten ja, geflogen. Ein bisschen. Dreh dich mal rum. Ich kann mich nicht drehen mit der Maus. Ich überhol dich. Hä? Ich überhol dich. Ich sehe dich nicht. Guck mal rechts aus deinem Fenster. Ich, wie soll ich denn? Ich kann mich nicht bewegen hier. Das ich bin vor mit der dir. Maus, du. Na, erklär mir das doch. Oder ist das das, was du da rausgeschmissen hast? Nein, da ist nur so ein Antrieb, so ein kleiner. Ach so, dann sehe ich nur den Antrieb. Nein, der kein ist Antrieb. Mir gerade entgegengeflogen. Das war dann ja, also kein Raumschiff, das war dann nur der Antrieb. Mein Raumschiff ist ein bisschen was größer. Was hast du hier für einen Müll hinterlassen? Ich habe gar nichts gemacht. Da ist nur ein so ein Ding, was ich hab fallen lassen. Ja, das ist darum nicht gerade. Ich dachte, hast du wieder ein Raumschiff. Was hast du denn da jetzt noch eingebaut? Ich habe noch ein paar Antriebe gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Das hat auch was gebracht. Vielleicht noch ein Gyroskop? Oh, das war jetzt kacke. Eins? Nein, ein Gyroskop habe ich nur. Ich habe da auch ein Gyroskop, dachte ich. Ich hatte echt Probleme gehabt. Ich hatte vergessen, die Düsen am Raumschiff abzustellen, bin nochmal ausgestiegen und musste versuchen, irgendwie hinterherzukommen und da wieder einzusteigen. Hat aber funktioniert. Nee, ich hatte kein Gyroskop. Jetzt kann ich mich drehen. Siehst du, mit dem Gyroskop kann ich meine Lage im Raum ausrichten. Bist du noch an deinem Punkt, den du mir angegeben hast, in deinen Koordinaten? Fast.
Ich bin da jetzt drüber. Ja, dann, ich habe nur 8000 Meter. Wo bist du denn? 8000 Meter, warum 8000 Kilometer, nee, 8000 Meter von dir entfernt. Warum sieht man nicht den anderen direkt hier im Scanner oder so? Na, das weiß ich auch nicht. Ich sehe aber wieder da einen kleinen Punkt. Wenn du da keinen Müll hinterlassen hast und das wieder irgend sowas ist... Ich fliege jetzt hier rum. Dann müsste ich dich eigentlich sehen. Ist links von dir so ein Stein, so ein Asteroid? Ja. Glaube ich. Ja, im Weltall kann man sich leicht mal verlaufen. Verlaufen, ja. Verfliegen. Verschweben. Da ist der Asteroid. Ja, da bin ich. Da kreise ich drum. Um diesen Knödel. Das sieht aus wie so ein Kacke-Knödel von Ark. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du der kleinere Knödel daneben bist. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt 3000 Meter von deiner Position entfernt. Ich müsste eigentlich so rechts hinter dir sein. Hm, ja, wo ist rechts? Wenn du auf den Planeten, wenn du auf den Planeten anschaust. Du, wo ist im Weltall rechts? Wenn du zu dem Planeten guckst. Nee, das bist du nicht. Hier fliegen auch noch andere rum, ne, manchmal. Das ist noch ein anderer... Echt? ...Komet. Ach so, waren zwei nein. Kometen. Hier fliegt alles mögliche an Tüllüt rum. Noch ein Komet. Die sind ganz komisch, die Kometen. Das ist ein Ringkomete, ist ein Loch drin. Aha. Der sieht aus wie ein Donut. Das ist ja witzig. Mit dem Stinkefinger. Hä? Wenn du E und Q drückst... Ich glaube, jetzt sehe ich noch was von dir. Wenn du E drückst und Q, dann kannst du rotieren um deine Achse, ne? Ich sehe da noch was. Das kenne ich noch von Elite damals. Da musste man ja in so eine Raumstation reinfliegen. Da war man ja immer ewig unterwegs. Und dann kam immer diese Musik. Guck mal, hier ist irgendein Metall in dem Planeten. Ach nee, das ist ein Asteroid. Der ist ja hohl. Das habe ich gar nicht gesehen. Das sehe ich jetzt erst bei Licht. Das so ist ja cool. Ein kleiner Donut, ne? Wie Donut. Nee. Ja, so ein... Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ich fliege auf den Planeten zu, weil ich nicht weiß, wo Nein, du bist. Nein, zu diesem Asteroiden. Da sind ganz viele. Der ist hohl in. Der ist ganz zerklüftet. Das ist ja toll. So sehen die also aus. Ich bin jetzt mittendrin. Das ist ja toll. Ich sollte mir mal irgendwie ein Werkzeug anbringen. Dann kann ich hier ein bisschen Metall abbauen. Was haben wir denn da so? Achso, das ist jetzt das, was ich hier in meinem Raumschiff habe. Okay. Da habe ich nicht Zugriff auf Könntest das. Könntest du mal deine Koordinaten aktualisieren? Ja, das Dann kann könnte ich, mal ich machen. Nämlich sehen, wo du bist. Das mache ich nämlich auch mal. Das kann Mach ich die alten raus? Ja, das mache ich mal eben. GPS. Löschen. Löschen. Neu von aktuelle Position. Zwischenablage. Fertig. Ich bin jetzt bei so einem Asteroiden, der irgendwie ein Metall enthält anscheinend. Alter, ich muss ja nochmal... Ich muss das ja noch... Muss ich das jetzt immer wieder posten? Ja. Leider ja. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja auch noch irgendwie anders. Keine Ahnung. Damit GPS. Ich das im GPS sehe... Ich sehe dich... Achso, das hast du dann... Nee. Mich selber will ich nicht im Hut anzeigen. Muss ich noch im Hut anzeigen. Achso, das hast du dann gelöscht. Da bist du. Du bist jetzt... Du bist aber schon weit beim Planeten. Ja, ich habe doch gesagt, ich fliege auf dem Planeten. Warum? Ich sehe aber nur die zwei alten von dir. Weil du das auch gemacht hast. Nein, ich habe gesagt, ich bin nicht zu dem Planeten geflogen, sondern zum Asteroiden. Ja, aber der war bei mir ja in Richtung. Boah, jetzt gibt er aber Gummi hier, du. Geil. So, ich warte mal. Ich komme mal zu dir. Ja. Ich weiß nicht, wo du bist, weil er das bei mir noch nicht anzeigt. Ich habe ein hammerschnelles Raumschiff. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich bin gleich da. Du bist ja schon ganz weit zum Planeten geflogen. Hier sind überall Asteroiden. Ja, gut. Du warst ja nicht dahin geflogen, wo meine Koordinaten waren, wo ich jetzt die ganze Doch, Zeit... Da bin ich ganz dicht dran vorbei. Das kann nicht sein. Ich habe dir die ganze Zeit gewartet. Bist du das da? Nein, du kannst mich noch nicht sehen. Ich bin doch 3 Kilometer entfernt. 3,5, meine ich.
Das Komma ist ein Tausenderpunkt. Habe ich noch Sprit? Ach ja. Stunden. Ja, hast du ja un... Ich baue mir gleich mal ein dickes Triebwerk ran. Wie wir das denn? Du bist bei so einem anderen Asteroiden, ne? Kann ja, noch nicht so ganz nah. Aber so relativ. Doch, da wollte ich drauf zu. Ich bin jetzt 400 Meter bei dir. 300, 200, 100. Jetzt bist du an mir vorbeigeflogen. Jetzt weiß ich nicht, wohin du bist. Nee, ich fliege auf dich zu. Glaube ich. Da ist ja noch ein... Da, nee, der ist weiter weg. Wie kann man denn... Achso. Ich bin gleich da. Ich bin an dir vorbeigehuscht. Hast du das nicht gesehen? Nee. Bist du das da? Was ist das denn da? Nein, das ist ein... Du darfst natürlich nicht weiterfliegen, ne? Ich will aber auch nicht hier rumstehen. Ja, jetzt sehe ich dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Du willst nicht rumstehen, du bist witzig. Ah. Ich meine, du gibst mir Koordinaten, dann soll ich da hinfliegen und du fliegst da weg. Ich sehe dich aber. Dann macht das doch... Bist du weg? Dann macht das doch überhaupt keinen Sinn, jemand Koordinaten zu schicken. Huch. Wir haben uns noch gar nicht... ich sehe dich. Wir haben uns doch noch gar nicht... Ich mach mal Wenn meine Motoren aus. Wenn du in einer gewissen Reichweite bist... So, ich habe meine Motoren ausgemacht. Dann gehen die auf Null runter. Wenn du in meiner Reichweite bist, siehst du den Namen in Rot. Müsstest du mich auch rot sehen. Ja, tue ich auch. So, wenn du jetzt da bist, gucke ich auf den dicken Planeten. Auf dem dicken Planeten ist ein kleiner Asteroid. Hä? Da wollte ich mal drauf zufliegen, wenn du da guckst. So ein Donut-Asteroid da. Dieser Knödel da unten. Na, dieser kleine Knödel. Ja, da fliege ich mal hin. Ne? Ja. Ich habe dich noch gar nicht hier eingeladen. Ach, vielleicht deswegen auch. Du warst ja auch in Rot. Gründen. Wir nennen uns mal... Fraktionen. Wohl. Wohl. Name? Volion. So. Jetzt kann ich... Ich kann jetzt hier einfach beitreten. Wurde aufgenommen. Okay, dann sind wir jetzt in eine Gruppe. Jetzt müsstest du nicht mehr rot sein, sondern blau vom Namen her. Okay, jetzt fliege ich aber trotzdem mal weiter zu dem Pinörkel dahin. Oh, ich bin ja schon ganz nah. Ja, ich nicht. Ich habe dich ja erstmal die Fraktion drauf. Ja, ich. Wo bist du denn hier? An diesem Hohlteil da. Achso, da bin ich noch nicht. Und ich bin einfach weiter in diese Richtung von alleine abgedriftet. Da bin ich jetzt ganz nah. Aber irre, ne? Was ist das doch? Gibt's aber. Ich komme mich nicht dazu landen. Wenn man sich das mal überlegt, ne? Wie will man jemals jemanden im Weltall finden? Du siehst ja, das ist so viel Platz hier, jemanden zu verlieren. Ja. Guck mal, jetzt habe ich mein... Dings ausgemacht, jetzt muss ich doch einfach und ich fliege auch weiter. Ich bin jetzt gerade dran vorbei. Ich schwebe hier so rum. Ich habe noch nicht Gas gegeben. Jetzt möchte ich auf diesem Planeten. Nee, ich hatte Gas gegeben und dann die Motoren ausgemacht mit Y. Dann fließt ihr weiter. Wollte ich jetzt mal Gas geben? Wieder? Weiß nicht, ich bin beim Donut hier. Da bin ich gerade dran vorbei. Wie gesagt, ich schwebe hier so rum. Ich habe bei noch ein bisschen. Ich will damit ja nicht kollidieren. Meinst du, ich kann da durchfliegen? Nee, tue ich nicht. Nee. Da habe ich mich nicht getraut. Ich glaube, der ist auch zu klein. Weiß ich nicht. Ich sehe dich aber nicht mehr. Ich fliege auf den dicken. Gibt es keinen Long-Range-Scanner? Dass man auch mal andere Leute sieht. Musst du vielleicht mal bauen. Boah. Was passiert hier? Was machst du? Das wird immer lauter, mein Raumschiff. Ich glaube, das überhitzt oder ich habe keine Ahnung.
Wenn es hinter mir knallt, weiß ich Bescheid. Nee, das kann gar nicht sein. Das, ja, ich weiß. Du hörst das nämlich nicht, wenn das knallt. Das stimmt. Wo er recht hat, hat er recht. Aber ich sage ganz gut. Im Weltall hört man nämlich gar keinen Kotzen. Und auch keinen Pupsen. So. Du musst doch zerdrücken, nix. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, was, dass ich hier so Energie verbrauche. Das hört sich an wie die Türen bei der Enterprise. Ich glaube, meine Integrität ist so arg gefährdet. Wenn du jetzt auf diesen Planeten zufliegst. Ja. Dann kannst du ja schon mal angucken, wo wir da mal landen können. Genau, auf der rechten Seite ist es nämlich ziemlich rötlich. Hä? Da ist vielleicht Wüste. Ich weiß nicht, wo bei dir rechts ist. Das kommt ja auf die Ausrichtung an. Wenn ich mich zum Beispiel so umdrehe, habe ich jetzt was rechts das Rote. Ja, wenn ich mich so umdrehe, habe ich links das Rote. Ich habe das Rote rechts. Dann drehst du dich vielleicht auch mal so rum. Nein, das sind Lichter. Das ist eine Stadt. Da fliegen wir doch, natürlich. Nee, das sind keine Städte. Städte werden viel kleiner. Die wird es überhaupt nicht sehen können. Ich traue diesem Raumschiff hier nicht. Was hast du gebaut? Ja, aber das wird immer lauter. Ich weiß nicht, ob das alles... Kann man nicht diesen Hinweistext in der Mitte mal wegmachen? F1. Du kannst diese Hinweise in den Spieloptionen abschalten. So. Ja, das ist schöner. Der Text hat mich da doch ein bisschen genervt. Wählt die Edö gespeichert. Das ist nämlich die Edö da vorne. Sollen wir denn da mal hinfliegen zu diesem roten Fleck? Achso, ich geh's weg. Ich hab Angst. Zu dem roten Fleck? Ich hab Angst, weil das Raumschiff fühlt sich schlimm an, wenn ich immer mehr Gas gebe. Ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist. Ja, fliegen wir mal zu dem Roten. Ich habe 13 Triebwerke. Wie hab ich denn? 17! Gibt's denn nicht so ein Sprungtor? Doch, man kann ja alles bauen hier drin. Also, ich drehe mich jetzt mal so, dass die roten Flecken oben sind. Ja, habe ich auch. Also rote Flecken, und das ist... Ja, mehr so bräunlich. Und in der Mitte ist ein größeres bräunliches, siehst du das? Ja. Und links daneben ist was Blaues. Das ist ein kleiner See. Da kommen wir hin. Genau, da halte ich mal drauf zu. Ich auch. Aber ich bin auch sehr weit weg. Das dauert bestimmt noch 2 Stunden, bevor wir da sind. Und du wolltest das im Homeoffice-Anzug machen. Ich glaube, so sind wir doch ein bisschen schneller, oder meinst du nicht? Ich weiß nicht, das ist trotzdem nicht schnell genug. Ich weiß nicht, wie schnell ich gerade fliege. Tempo 0. 0 steht da. 0 Millimeter pro Sekunde. Was allerdings gar nicht sein kann. 100 Meter pro Sekunde. Schneller wirst du auch. Ja, irgendwie fliegt er nicht mehr hier. Also ich fliege aber ganz doll. Das ist irgendwie kaputt hier. Soll ich nochmal zurückfliegen und du machst dir einen Sessel bei mir hinten auf die Plattform? Nein, ich mache noch einen dicken, fetten Antrieb hinten ran. Oh. Ja, das mach mal. Am besten ist 2 oder 3. Ich muss mich ja nur einholen. Oh. Nein! 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 Trägheitsdämpfer. Sag nur Trägheitsdämpfer. Ja, die sind ja aus. Ja, die musst du anmachen. Ja, aber dann... Ja, ich flieg... Ja, wenn ich die anmache, fliege ich weg. Fliegst du weg? Ja, das ist... Wenn ich Gas gebe, fliegt er in die andere Richtung. Das ist ja blöd. Ja. Und mein Raumschiff ist jetzt weg. Der ist einmal weit davon weggeflogen. Das finde ich doch nicht wieder.
kann man sich, man kann ja irgendwo so einen Punkt setzen, wo man gewesen ist, damit man zurückfindet. Kann man sich auch einen Punkt setzen auf einem Raumschiff, damit man das wiederfindet? Ich weiß es nicht. Nö, ich denke mal nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht er auch so. Ich habe da noch weiter gar nichts geguckt in diesem Spiel. Ja, ich hätte sagen können, jetzt In vielleicht dieser zufällig gesehen oder Simulation. Es irgendwas. ist ja mehr eine Simulation. Und jetzt ist mein Raumschiff weg. Jetzt muss ich mir erstmal ein neues Raumschiff bauen. Also du weißt, wo Scheiße. du mich dann findest. Ich flieg schon mal weiter. Ja, aber das ist doch Mist. Oder soll ich zurückkommen? Nein, was ist. Das ist doch blödsinnig. Kontrollstation. Hä? Kontrollstation. Ich will. Ich gehe. Ich will nochmal ein kleines Schiff bauen. So. Ja. So, dann muss ich das ein bisschen drehen. Wie kann man das so hindrehen? So. Nein. Es gibt ganz viele Tasten zum Drehen. Drehen tut man mit Einfügen, Entfernen, Pose 1, Ende und Bild auf, Bild ab. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn man die Atmosphäre eintritt, ob man dann wirklich das merkt, irgendwie, woran es warm wird oder keine Ahnung. Ahnung. So, jetzt muss ich das nochmal machen. Ah, jetzt habe ich sogar schon die Kugel da. Eine Kugel. Die Anzeige. Okay. Welche Kugel? Gravitation und Planetgravitation Aha. und E-Kraft und das wird immer mehr, weil ich immer näher komme. Ja. So, dann kommt da ein. Eine Kontrollstation will ich nicht. Ich Bin will die 6 schief. haben. So. 6 sind Re Reaktoren. Da kommen 3 Reaktoren rein. Dann brauche ich so ein. Ne. 8 brauche ich so ein Gyros-Teil. 2 mache ich mal. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. So, dann nehme ich mal Antriebe. Antriebe. Die kommt dahin. So. Dann kommt die seitlichen. Kommt dahin. Und die nach oben. Kommt dahin. So, jetzt muss ich da noch einen ranbauen. So, damit ich auch da fliegen kann, einer vorne noch. Kann ich den oben raufsetzen? Genau da. So, das müsste da eigentlich reichen. T. Also ich glaube, das ist da eine Schlucht und hier sind schon Berge. Ja. Grüne ist wirklich Wald. Was Nö. das Braune ist, vielleicht abgestorbener Wald, das kann ich nicht so sehen, aber ich glaube, hier gibt es auch den Fluss da bis zu dem See hin. Zumindest ist da eine Schlucht und so. Also ich glaube, das sieht ganz interessant aus. Und das Gelbe könnte wirklich Wüste sein. Denke, da So, sind wir an dem kleinen See, aber gar nicht mal so verkehrt auch hoch. ich gebe jetzt mal Gas. Hört sich schlimm an. Total schlimm. Energieverbrauch 80%. Ich bewege mich keinen Zentimeter von der Stelle. Also lauter Geschwindigkeitsanzeige. Also ich gebe wirklich Vollgas und ich habe 68, 69% Energieverbrauch. Und zeigt er bei dir ein Tempo an? 100 Meter pro Sekunde. Wie gesagt, mehr schaffe ich nicht. Ach, ich bin ja auch bescheuert. Ja, warum? Ich habe immer links geguckt. Ja, weil da steht kleines Schiff steuern. Da steht Tempo. Ja, aber mein Tempo muss doch genauso hoch sein wie das vom Raumschiff. Nicht im Verhältnis zum Raumschiff. Das steht da ja nicht. Hast null Tempo im Ich Raumschiff. will mein Oder rechnest anderes du das Raumschiff immer? wieder. Jetzt habe ich hier so einen Weltraummüll gelassen. Tja, das
musst du irgendwann, wenn du da einen Transporter hast, mal wieder einsammeln. Ich baue dann erstmal Satelliten. Ich trete gleich in die Atmosphäre ein, glaube ich. Zumindest ist das Blaue drumherum schon ziemlich nah. Das ist schick, ne? Ja. So gesehen. Seht ihr ja dann auch gleich alle. So gesehen ist das nett gemacht. Wir treffen uns am kleinen See. Dieses Spiel ist ein Indie-Game. Es gibt es schon seit ein paar Jahren. Ich hab das mal so ein bisschen mal verfolgt. Aber ne, eigentlich einmal habe ich das gesehen. Muss ich dazu sagen. Ich habe es eigentlich nicht verfolgt. Und dann hatte ich eben gesehen, dass es jetzt günstig war. Und mich hat das interessiert, weil man Sachen bauen kann, die halt physikalisch korrekt funktionieren sollen. Besser gesagt, ist das eigentlich auch falsch, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe nämlich dieses Medieval Engineers mal gesehen. Das ist von den gleichen Entwicklern. Das ist auch ein Early Access Spiel. Das hier ist ja auch noch Early Access. Und dieses Medieval Engineers, da kann man halt im Mittelalter so Burgen bauen und sowas. Und die kann man dann mit Schleudern und sowas. Und dann kann man dann kaputt schießen. Das ist aber schon bestimmt ein Jahr her. Ja, ja. Aber das, mir wird es jetzt ganz laut. Ja, ich mach nichts. Ich habe jetzt bei mir auch eine G-Kraft. So, und darüber habe ich dann mal geguckt, was die noch gemacht haben. Und da bin ich eben auf die Space Engineers gestoßen. Was auch sehr interessant aussah. Gerade weil man so alles Mögliche an Sachen eben bauen kann, wie gesagt, also physikalisch korrekt. Seht ihr ja selber, ne? Wenn ich hier mal falsche Taste drücke, dann goodbye, mein Traumschiff. Dann findet man das auch nicht wieder, weil das Weltall ist wirklich groß. Das haben die schon gut umgesetzt, so. Da bist du echt ewig unterwegs. So, Mann. An welcher Bergspitze jetzt? Ach, das siehst du schon, wenn du da ankommst. Da ist der See und links am See ist so eine Nase, so eine Bergnase. Bergnase? Zwergnase heißt das. Ich wiege 133 Kilo, weißt du das eigentlich? Ich bin ganz schön der Fettbobs. Ja, du hast aber einen Bauchanzug. Ja, da bin ich doch nix. Gyroskop, das finde ich toll. Ich habe meinen eigenen Drehspieß mit. Wie hält man an? Oh, scheiße. Wie hält man an? Ich habe angehalten. Bremsen. Nach rückwärts fliegen. Siehst du, ich wusste doch, dass ich vergessen habe. Wie? Rückwärts zu fliegen. Hast du... Ich bin auf dem Boden. Nee, du bist schon da? Ja. Schön, dass ich nicht sterben kann. Kann man nicht? Ist mein Raumschiff? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt hier bei so einer Back. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Also ich bin ganz schnell gelandet. Wink doch mal. Nein, ich sitze aber Wink meine kann man auch. Wieder neu. Genau. Den einen lösche ich mal. Noch 12.000 Meter über dem Boden. Ne, das kann nicht sein. Und wir haben eine flache Atmosphäre hier. Ne? So, jetzt siehst du, wo ich bin. Ach, da hinten ist ein See. Bei dem See bist du? Ja. Scheiße. Bin ziemlich schnell gelandet. Ja, da muss ich erst hinfliegen. Das sind nochmal 10.000 Meter. Ich fliege ja jetzt quasi... in einem sehr flachen Winkel in die Erdatmosphäre ein. Das ist ja spannend. Das ist wie ein Flugsimulator. Nur, dass ich mit dem Teil hier... Na gut, das bricht wohl nicht auseinander, ne? Nicht sofort zumindest. Ich bin da gelandet. Weiß ich. 6.000 Meter bis zum Boden.
Wo ist der See? Ach, da ist der See. Ich bin in der Atmosphäre. Du bist doch in so einem hellbraunen Gebiet mit Bäumen und so, ne? Also da ist doch der See dahin. Mein Raumschiff ist zerschellt. Ich find's auch nicht mehr wieder. Wieso ist das zerschellt? Weil ich ganz schnell gelandet bin. Das soll man nicht tun. Nein. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit der Steuerung noch nicht aus. Wenn du auf den See zufliegst, siehst du irgendwo eine Nase. Ich weiß, wo das Problem ist. Wenn du eine Nase siehst, weißt du welches. Ich glaube, ich hatte keine Bremsen eingebaut. Oh ja, das ist ein Weg. Da will ich hin. Ich weiß, wo ich bauen möchte. Weg? Ja. Ich muss, ich muss ein bisschen hochfliegen wieder. Ne? Ich muss quasi so senkrecht hochfliegen. Ich falle von ganz alleine runter. Das ist spannend. Das ist wie so ein... Nee, wie nennt sich das denn? Oh, ich mach die so ein senkrecht Starter. Aber ich komme zu schnell runter. Scheiße. Oh, ich hab. Da. Oh nein! Wie oh nein? Oh nein, es ist ganz verbeult. Ich kugel hier durch die Welt rum. Hilfe! Hilfe! Mein Raumschiff ist so kugelig. Ich glaube, ich habe einen Baum gefällt. Wo denn? Ich sehe dich nicht. Du bist nicht da, wo ich bin. Ich steig mal aus. Machst du dir einen neuen Punkt mal? Jetpack. Ich habe mein Raumschiff. Das ist hier. Ich meine, da ist mich nicht mehr viel von nach. Ich bin ganz in der Nähe von dem See. Ja, dann bist du ja auch in der Nähe von mir. Kann man das wieder einsammeln? Bist du unten oder zwischen... So, und ich bin... Oh. Genau 16.000 Meter von dir entfernt. Also 16... Das ist aber weit. 16 Kilometer. Zeigt aber mir immer noch nicht richtig an mit dem... Wie? GPS. Da musst du einen Hut aktivieren. Das Hut. Mein Raumschiff ist leider abgestürzt. Aber das war auch nicht dafür gedacht, dass man hier auf dem Planeten landet. Da bist du. Ich sehe dich ja. Ich laufe einfach mal zu dir. Nein, ich baue mir mal schnell ein Auto.